Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf Streets in der Nacht. Ich war dabei, Insomnia zu machen, das heißt 30 Kills in der Nacht. Streets of Tarkov eignet sich dafür sehr gut, da ja, hat man immer ordentlich PvP. Loot ist auch noch dabei. Ich war mit der P90 unterwegs und zwar noch mit SS-190 Ammo. Bevor sie aus dem Trailer rausgenommen wurde, habe ich davon noch einiges gekauft. Ja, die Waffe ist damit richtig nice, besonders im jetzigen Stand vom Vibe. Und ja, wie ihr sehen werdet, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an. Übrigens meinst du täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Auf ein neues. Die Fabrik. Da gammelt mich jetzt wieder einer. Der hatte mich vielleicht hier schon reinrennen sehen, das letzte Mal. Hey Michi, passt schon, wie ist bei dir? Moin, Sharpie. Alles super, das freut mich, so soll es sein. Stimmt sich niemand, wir machen jetzt schnell den Sprung. Gleich bis ich questen, das klingt doch gut. Hier unten hat sich was gedreht. Komm jetzt her! Was sind der so auf Achse, ey? Privet! Squeeze, vielen Dank für das Follow, willkommen! Moin, Mucki! Oh. Lohnt sich der Kanister, was der gerade wert? $50k, ein bisschen schwer das Ding, ne? Der Gesichtsausdruck, wer sagt denn, dass ich den wegen dir mache? Es sind alle unten, Left Red, bei Big Sale. Schleppt man es mal nicht mit, der ist mir zu schwer. Ja. Doch einer. Nee. Michi, das freut mich, dankeschön. Freut mich, dass du was mitnehmen kannst. Zu lachen.
Какой день, да? Водка. Jemand schießt hier. Sagen, das war ein Spieler. Nee, Michi, Ausrufezeichen Settings, da kannst du meine Controls sehen. Taschenlampe an und aus ist auf E. Moin, Silberrücken. Also Carlos, servus, wie geht's? Ey, hör doch auf. Einer ist hier außen auf der Straße. Ich sollte hier, ich hätte vielleicht nicht hierher kommen sollen zum. Oh, der hat gar nichts. Der ist nackt. Ich versuche hier die Sounds zu lernen, wenn da einer von außen ranläuft. Ist echt schwierig, das zu hören. Da muss man sich dran gewöhnen. Hier aus dem Gebäude ein bisschen besser sehen würde, ne? Ich glaube irgendwie, die lauern auf mich. Streets ist nice, ja.
Okay, jetzt ist er abgehauen. Hat gleich Panik gehabt. War ich jetzt hier schon überall? Ich werde bloß ein bisschen Loot mitnehmen. Ah shit, eigentlich hätte ich dem hinterhergehen müssen. Ich brauche ja... brauche ja Nachtkills. Fällt mir auf. Ja, wir looten jetzt hier nach oben, das ist gleich ein bisschen sicherer und dann schauen wir mal. Ey, das hört sich so hart an. Okay. Haben wir doch hier langsam für Ruhe gesorgt. Ich muss woanders hin. Hat sogar gutes Gear, okay. So. Ja, komm immer ohne Night Vision, ne? Die Jungs. Immer dasselbe. Ich glaube, wir können raus hier. Level 33. Hör halt auf. Ja, obwohl der Vibe ist schon ein bisschen älter, ne? Level 33 ist auch, ne? Obwohl. 33 ist schon ordentlich. AP90 ist eine gute Waffe. Kann ich sagen. So, wir müssen jetzt dann langsam mal raus hier. Die RFB nehmen wir nicht mit. Was ist da drin? M80 laden wir raus. Das nehmen wir mit. Jetzt bin ich viel zu schwer. Der scheiß Lion hier und sowas. Übel. Der auf der Treppe. Ja, ich habe eh schon, keine Ahnung, Probleme. Ich schau mal. Ich glaube, die haben ein bisschen was gelootet. Die könnten wir schon mitnehmen, ja. Aber erstmal muss ich zwei Max voll machen. Problem ist, ich muss mich jetzt dann rausschleppen. Ich glaube, so schaffe ich es gerade noch raus. So wie ich jetzt bin, schaffe ich es gerade noch raus. AP90 ist wieder ein Geheimtipp. Gutes Ding. Laser.
Und die Armor ist verfügbar. Na, rausschaffen tue ich es schon, so schon auch. Du und meine Nachtquests. Ah ja, ich muss aber auch Nachtkills machen, ne? Das waren alles Questkills gerade. Alle vier, die ich erschossen habe. Muss er Kills in der Nacht machen? Ich glaube, wir lassen jetzt liegen. Scheiß drauf. Jawohl, ganz kurz reinschauen, tu mal. Ein Mac noch. Hätte nicht gedacht, dass das alles Spieler sind. Es waren alles keine Scavs. Das war so klar, dass hier halt noch einer drin hockt, ey. Ich hätte es eigentlich ahnen können. Na, eins. Und dann trifft er Gott sei Dank den Headshot nicht. Unglaublich. Die Zeit des Bewegens ist wieder vorbei. Das ist das Gefährliche mit dem Looten gehen, wenn man schon voll ist. Genau das. Ach, die waren hier drin? Moment. Wo ist hier das Quest-Item, Leute? Ich muss hier irgendwas holen. Die waren hier drin. Da ist es. Jawohl, your car needs a service. Quest for free, komm. Ja, yeah, nice, nice, nice. Scav Checkpoint oder Underpass. Okay, ich muss hier rüber. Welchen Key braucht man dafür? Car Dealership Key, beide. Den einen habe ich nicht, deswegen. For free. Ja, wir gehen hier lang. Oh boy. Echt jetzt? Hat ja auch einer aufgemacht, das ist doch nice. Nett von denen, ne? So, Scarface. P90 ist extrem gut, ja. Bloß das Ammo nachklippen ist nervig. Ach ja.
Ist jetzt hier echt einer? Ach, leck mir am Arsch, Mann. So geht's natürlich auch. War noch ein Scaff, oder? Der war sogar ein Spieler. Okay. Sehen nicht mal mehr. Ab in Underpass. Reicht. GG! Wow. Dann schießen die Sniper auf mich. Special Agent, danke für die 100 Bits. Danke fürs GG. Ach, wisst ihr was? Halt. Mach hallo YouTube draus. Mach mal hallo YouTube draus. War doch eine ganz passable Runde, oder? Alle mal hallo YouTube im Chat, spammt mal ein bisschen. Dafür, dass ich bloß kurz einen Nachtkill für den Scaff machen wollte, waren da doch einige PMC-Kills am Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 PMC-Kills in der Nacht auf Streets? Das ist okay. Das ist okay. Wundervoller Spam. Und das war auch noch ein Spieler. Ey, P90 ist gut. P90 ist auf jeden Fall gut.